bin David Lebusa, 28 Jahre, wohne in Dortmund und mein Sport ist WCMX, Skaten im Rollstuhl. Als ich im Rollstuhl gelandet bin, wusste ich noch gar nichts über Rollstuhlsport. Und dank YouTube habe ich dann erfahren, dass man auch mit dem Rollstuhl in den Skatepark kann und dass es keine Grenzen gibt. Jede Stufe, jede Kante ist für mich im Prinzip eine Herausforderung. Und anfangs waren halt die Bordsteinkanten noch das höchste der Gefühle, so sind es mittlerweile Treppen oder halt die Rampen im Skatepark. Dieses Jahr gab es die ersten offiziellen WCMX World Championships und dabei konnte ich direkt den dritten Platz belegen. Heute gebe ich das Skaten auch an andere Rollstuhlfahrer weiter und organisiere Workshops, wo die Teilnehmer ihre eigenen Grenzen verschieben können. Die Jungs vom Skatepark Heuninghaus unterstützen mich bei den Workshops mit Materialien wie Helme, Schoner oder halt sind auch selbst da, um einfach mal ein paar Leute anzuschieben. Ich möchte gerne das Bild des Rollstuhlfahrers in der Öffentlichkeit ändern. Oftmals wird einfach gedacht, dass Rollstuhlfahrer hilflos sind und ich möchte zeigen, dass dem nicht so ist. Und da kann ich einfach helfen, indem ich zeige, was ich mache, indem ich anderen Rollifahrern zeige, was sie können und den Leuten halt zeige, dass da eine Menge geht.